Hallo Leute und willkommen zurück, ihr kleinen Zwergenfans. Ja, wir sind wieder dabei. Let's Play Zwerge. In der letzten Folge haben wir gegen Sinturas gekämpft. Er hat sich aus dem Staub gemacht, weil er gemerkt hat, oh, er dachte, er könnte uns gleich besiegen, aber wir hatten eine Magierin dabei. So, wir sind kurz vorm Reich der Zweiten, ihr seht es, und wir werden uns jetzt auf den Weg dahin machen. Uns ist immer noch eine Orthorde auf dem Weg, auf dem Fersen. Aber ich glaube, die kriegen uns nicht. Ich glaube. Seit Tagen zieht ihr durch die Wüste. Der Sand ist einfach überall. In euren Schuhen, unter eurer Kleidung, in eurem Mund und euren Augen. Selbst die behelfsmäßigen Stoffe, die ihr euch um den Kopf gewickelt habt, helfen nur bedingt. So Leute, und jetzt geht's zur Festung Ogertod. Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Ogertod trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe, das Blaue Gebirge. Die Berghänge werfen lange Schatten auf die darunter liegende Festung Ogertod, welche sich an die Ausläufer des Gebirges schmiegt. Mit ihren vier untereinander liegenden Verteidigungsterrassen sieht sie selbst aus der Ferne beeindruckend aus. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten, und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Oh, Leute, unsere erste Zwergenfestung, das ist gut. Die können wir direkt so uns angucken für unser Zwergenprojekt bei Minecraft. Das ist gut. Mal gucken, ob wir auch noch die anderen Zwergenfestungen nach und nach mal sehen. Der vierten, der ersten. Und die dritten gibt es ja, glaube ich, teilweise nicht mehr, weil es ja so die Zwergentöter waren. Da müssen wir mal gucken. Da bin ich ja mal gespannt. So. Leute, gleich ist es soweit. Nur 40%. Und dann gucken wir mal, was der Großkönig der Zwerge von uns möchte. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, 75. Ja, wir wissen ja, er will uns ja einsetzen. Oh. Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Sei gegrüßt. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Orkhorden ziehen durch den Norden und den Westen, und das Tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das Tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für allemal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Gandugar. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Balendilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des Grauen Gebirges. Ich habe es immer gewusst. Glaube ich nicht. Verrat! Traut den Spitzohren! Unmöglich! Dafür sollen sie zahlen. Genug, ihr Kurzsichtigen. Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben, ja, und sogar mit den Dritten, wenn wir das Tote Land besiegen wollen. Mein Großkönig, das kann nicht euer Ernst sein. Gefasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen.
Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt. Geil. Einfach geil, der Großkönig. Und der andere Zwerg, der vierten, Alter, der hat eine Rüstung. Dass er sich überhaupt bewegen kann. Den ganzen Diamanten und alles, was er an sich hat. Gundogar. Wow. Oh, die Zwerge mit dem Feuer, das sieht gut aus. Aber wie kommt ihr darauf, ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab. Okay. Okay. Dann betreten wir gleich mal den Saal, wo wir uns mal anhören, was er zu sagen hat. Oh, so viele schöne Bilder. Ich weiß gar nicht, was er jetzt von mir nehmen soll, Leute, ey. Da müssen wir mal gucken. Tungdil, komm näher. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Ich habe so das Gefühl, eine Figur in einem Spiel zu sein. Ich bin ein Vierter und ein Anwärter auf den Thron. Ja, machen wir erstmal das. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gundogar als König der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er würde uns schwächen und dem geborgenen Land wäre nicht geholfen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not darf nur das gemeinsame Ziel gelten. Und welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Ich bin ein Vierter und ein Anwärter auf den Thron. Warum hat Gunnar den... Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lord Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gundogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Lord Ionan half uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Lord Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Ich soll also gerne aufhalten. Niemand wird für mich stimmen. Ja. Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Balendilin deutet zu den Stelen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird. Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Okay. Zu welcher Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gundogar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein.
Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind, desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Okay, dann fragen wir mal, warum er so einen Hass noch auf die Elben hat. Warum hat Gandogar so einen tiefen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet. Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Es klingt, als würde er einen dankbar schlichten Großkönig abgeben. Ich verstehe, warum ihr einen Großkönig Gandogar verhindern wollt. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Gandogars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandogar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Ist das wirklich das Beste für unser Volk? Wenn ihr Gandogar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tungdil. Balendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man Not-On besiegen kann. Sie vermutet, dass der Magus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Hm. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für wortgewandt gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. Okay. Und auf Wiedersehen, Großkönig. Wir kriegen eine neue Rüstung. Die ist eine prinzenwürdig ist, Leute. Lala, das hört sich gut an. Und wir müssen eine Rede halten. Alter Falter. Eine Rede, das habe ich schon in der Schule gedacht. Jetzt haben wir es auch noch vor. Zwergen tun. Oh, mal gucken, was gleich passiert. Aber das sieht geil aus mit dem Feuer und den Zwergen darunter. So. Eure Hoheit. Der Großkönig will mich in einen Wettstreit schicken. Die Festung. Der Großkönig und sein Berater wissen auch nicht, woher ich stamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Das ist sehr schön. Zum ersten Mal hast du Gelegenheit, dir der Schönheit des Ortes bewusst zu werden. Du vergisst auf der Stelle, was du sagen wolltest. Ich habe noch nie so eine meisterhafte Steinmetzarbeit gesehen. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, dass man Stein überhaupt so bearbeiten kann. Haha, die Zweiten sind eben die besten Steinmetze unter den Stämmen. So hat Vrakas uns gemacht. Naja, einige von uns hat er auch zu Kriegern gemacht. Boindal wirft seinem Bruder einen Blick zu und dieser lächelt zufrieden, während er sich selber in der Halle umsieht. Großkönig Gundrabur wirkt, nun ja. Alt ist er, uralt, selbst für einen Zwerg. Solange ich denken kann, war er schon alt.
Balendilin kümmert sich seit Dutzenden Zyklen um die meisten Belange. Aber Gundrabur hat immer das letzte Wort. Geistig ist er jünger als wir alle, ich sage es dir. Balendilin sollte Großkönig werden. Ich war dabei, als eine Schweineschnauze ihm seinen Arm genommen hat. Hat danach noch ein halbes Dutzend von ihnen erlegt. Was für ein Kampfgeist. Wir mussten ihn vom Schlachtfeld tragen. Das Gesetz verlangt, dass ein Erster oder ein Vierter zum neuen König aller Zwerge gewählt werden muss. Und da die Ersten nicht erschienen sind... Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Ja, Leute. Ihr habt's gehört. Heute Abend trinken wir erstmal ein Bier im glühenden Amboss. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir uns ähnlich besaufen, eine neue Rüstung kriegen und eine Rede halten. Es würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge die Zwerge einschalten würdet und mir Feedback da lasst oder mal Kommentare, das würde mich freuen. Bis dahin sage ich Tschüss.